Hallo und willkommen zu einem neuen Video zu den Tutorials von Agrarian Skies. Und heute geht's um die Bienchen. Seht ihr hier. Und um diese Hives. Nun, wenn man hier diesen Artificial Hive hat. Mal schauen. Herstellen kann man den Silk Mesh und Strohballen. Silk Mesh ist einfach 9x Faden. Ausprobiert direkt habe ich es jetzt noch nicht. Aber das können wir ja auch schnell mal machen. Ach, ich finde Rüstung einfach schön. Wo habe ich denn den Auto-Packager? Auto-Packager, da. Ich glaube, dich habe ich. Nein, dich habe ich nicht. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. So, da ist noch die Wolle drinnen. Fadens. Und Weizen. Jo. Dann bekommen wir diese Hives raus. Dann brauchen wir eine Presse. Die wird so gecraftet. Hier Presse mit Zinnbahn an der Seite, Glas oben, Glas unten und einem robusten Gehäuse. Das ist mit Bronzebahn oder Bastlerlegierung. Da ist hier die Bronze fast am einfachsten herzustellen mit einmal Zinnbahn und dreimal Kupfer. So, die hier aufstellen, mit Strom verbinden. Dann schaut das Ganze so aus, dann könnt ihr jetzt hier verschiedene Sachen reinlegen, wie zum Beispiel Samen. Die geben euch hier Samenkernöl. Ihr bekommt aber durch die Tomato Seeds doch wesentlich mehr raus. Die lege ich hier jetzt mal rein und ich habe hier ein Barrel, also ein Fass quasi mit Samenkernöl. Und da lege ich jetzt mal den hier rein. Und habe jetzt hier Sended Artificial Hive. Wieder reinlegen und wieder rausholen. So, nachdem die jetzt hier mit Öl gepinselt, bepinselt sind, könnt ihr die irgendwo hinsetzen. Was machst du schon wieder da drin, hä? So, könnt ihr die irgendwo hinsetzen. Ich habe mich jetzt mal für den Anfang für diese Rock Beans entschieden. Also Rock Bees. Da das für mich hier jetzt am einfachsten nachzustellen ist, ich setze euch mal unten in die Beschreibung eine Liste, bei der drauf steht, was ihr für die Bienen braucht an Biomen und noch andere Anforderungen. Hier ist es jetzt zum Beispiel nicht biomgebunden bei diesen Rocky Bees. Die müssen in der Nähe von Stein sein, so wie ich das gelesen habe, und sie dürfen das Tageslicht nicht sehen. Und den Himmel. Es haben sich hiervon jetzt nicht alle verwandelt. Ich schätze mal, das liegt auch daran, weil hier das Lichtlevel höher ist. Können wir mal schauen. Ja. So. Und wenn ihr diese Sended Artificial Hives hier eingesetzt habt, seht ihr hier die Prozentzahl. Nein, die kann ich jetzt so schlecht zeigen. Hier oben. Bei 3%, das sucht sich jetzt quasi Bienen in der Umgebung. Und wenn man Glück hat, verwandelt sich das Ganze hier in so einen Rock Hive. So, und die kann man jetzt hier mit dem Cacher abbauen. Ich habe mir jetzt auch mal hier dieses Gooperator gebaut. Das ist eigentlich nicht direkt teuer. Man braucht einen Cacher, einen Diamanten und ein Energiemodul. Das ist entweder mit bronzenes Zahnrad oder mit dieser Bastellegierungszahnrad. Kolben, ein Redstone und zwei Goldbahnen. Wenn man das hat, muss man das Ganze hier noch aufladen. Das ist genauso wie bei einem Jetpack.
hier in dem energetischen Infundierer einfach reinlegen. Das hier kann ich auch mal wieder ein. Genau. Geht halt wesentlich schneller. Seht ihr, es sind jetzt hier zwei verwandelt. Kann ich jetzt mal hier mit dem Kescher drauf. Wie ihr auch seht, das hält nicht so viel aus. Und jetzt hier. Er ist wesentlich schöner. Edelprinzessin und edle Drohne. Gibt es auch eine kleine Möglichkeit, dass ihr die hier rausbekommt. Am meisten werdet ihr hier wahrscheinlich diese Rock hier. Prinzessin, also Rocky Prinzessin und Rocky Drohne rausbekommen. Und die könnt ihr jetzt hier in den Bienenkorb setzen. Und das produziert hier diese Comms, also diese Waben. Wenn ihr hier in dem Bienenkorb eine Drohne und eine Prinzessin zusammensetzt, wird da draußen eine Königin. Die produzieren dann hier die Königin, die sich hier bildet, die braucht für den Bienenstock dieselben Voraussetzungen wie für den Hive. So, jetzt wollen wir mal diesen Bienenstock produzieren. Dafür braucht ihr eine Schreinerei. Die funktioniert auch wieder hier mit einem robusten Gehäuse und Bronzebahnen an den Seiten und Glas oben und unten. Und jetzt hier Baumstämme reinlegen. Wenn ich das Rezept noch richtig in Erinnerung habe, das hier muss jetzt mal umgestellt werden. Nein, so nicht. So. Samenkernöl. Ja, da brauche ich hier mehr Samen. Hier mal den Anschluss wegmachen. Wir haben hier genügend Samen. Imprägniertes Gehäuse. Das brauchen wir auch. Frage ist jetzt nur, wieso wir es nicht rausnehmen können. Imprägniertes Gehäuse. Jo, ist doch eigentlich. Oder will der das hier drinnen liegen haben? Ah ja, genau, jetzt geht's. Also das hier quasi das Rezept und das hier unten die Materialien, die er dafür benötigt. Jo, ein Gehäuse reicht jetzt erstmal. Und dann brauchen wir hier den Bienenstock. Bienenkorb. Imprägniertes Gehäuse. Holzplanken und Stufen. Das müsste theoretisch reichen. Den hier in die Mitte und hier. Dann haben wir jetzt hier einen Bienenkorb. Jedes Mal bei diesem Erdblock können wir jetzt auch hier reinsetzen. Und mit dieser Prinzessin und der Drohne bildet sich jetzt hier die Königin. Und wir müssen darauf hoffen, dass die hier jetzt Waben produzieren. Diese Rocky Corps, Coms. Jedenfalls von diesem Bienenstamm. Und aus denen könnt ihr dann Bienenhaus bauen. Da bekommt ihr, also das ist jetzt die Erfahrung, die ich in den letzten Minuten gemacht habe, wesentlich mehr von den Waben raus. Jo, und das war's mit dem Video.
Vielleicht geht's bald mit den Bienen weiter, ich weiß noch nicht. Jo, und ciao.